Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu unserem Technik-Let's Play. Zuletzt haben wir da unten an unserer Maschine gearbeitet oder an den Maschinenraum. So wie gesagt, habe ich jetzt ein wenig die Maseratoren. Glas habe ich schon rausgenommen und wieder neues reingefüllt. Hier habe ich so Schräge wieder gecraftet. Das ist momentan uninteressant. Was wir noch brauchen, sind die Kabel. Diese hier. Ich frage, nehmen wir hier auch was mit? Nehmen wir mal diese mit. Für was werdet ihr dann schon sehen? Gut. Mehr brauchen wir nicht. Nein, 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 nein. Okay. Dann gehen wir wieder runter. So, hier oben kommen dann noch Ecken rein, die was hier. Das waren die falschen. Ja, nicht so, Mann. So, genau hier und hier los. Und hier. Da komm. Na, wirst du. Hier. Da auch nochmal. Genau. So, dann mal rein. In die schöne Stube. Wir schalten hier mal an, dass unten wieder alles abgeerntet ist, was in der Zwischenzeit gewachsen ist. So, hier machen wir dicht mal. So, so, so. Dann hierzu. Hierzu. Und hier kommt Glas rein. Dass wir auch von oben Sonnenlicht bekommen. Und da. Sehr gut schaut das schon mal aus. So, wir müssen nach oben. Machen wir uns mal einen Weg. Hier. So. Genau. Und eben daher sagte ich hier so. So mit den Schrägen. Tak, 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 tak. So, dann können wir hier in Ruhe das verkabeln. Habe ich da die richtigen? Nein, das waren die falschen, was ich mitgenommen habe. Ach ja. Sind ja die isolierten, die brauche ich nicht. Ich dachte, das sind unisolierte. Habe ich die alle verbraucht? Ach Menno. Kann ja nicht sein. Oder habe ich sie in den Rucksack getan? Nein, leider auch nicht. Okay, dann machen wir schnell hier neue. So, 24, das muss reichen. Die roten nehmen wir mal mit. Die lassen. Nein, die gelben oder rot. Nehmen wir die roten mit, dann passt das zusammen. Und was wir noch brauchen, was ich vergessen habe, ist. Ah ja, die Säge habe ich hier reingetan. Wir brauchen solche Cover, die aus oben drauf kommen. Zwar macht man die 2. Machen wir mal 4. Genau diese hier. Gut. Der Rucksack weg hier, der stört nur. So, wieder nach oben. So, hier die Ecke noch rein. Ich weiß nicht, so. Naja, so sieht das blöd aus. Ich habe einfach mal von beiden 8 Stück gemacht, da ich es testen wollte. So, genau. Dann kommt hier die Verkabelung rein. Ich dachte mir, man könnte ja hergehen und hier so machen. Dann wieder so.
Aber naja, das muss nicht sein, nein. Das machen wir alles so. Ist, glaube ich, besser. Sehr gut. Dann machen wir... Ach, hier hätten wir mehr machen können. Aber egal, das können wir noch immer. Die hier kommen so. Wenn ihr fragt, wieso, ganz einfach, damit man von unten nicht sieht, dass das hier die leuchten, die Kabel leuchten, weil die leuchten ja ein wenig und dann sieht man sie wenigstens von unten nicht. So. Ja. Die Frage ist, wie machen wir, ach, da machen wir einfach einen Receiver hin. Ich hoffe, wir haben einen in unserem Rucksack. Receiver, ja. So, Rucksack weg. Receiver hier hin. Ach ja, mit dem Receiver, das funktioniert ja nicht. Was könnten wir denn hinstellen? Hier? Doch, wir können das so machen. Ein wenig schummeln, dann geht alles. Hier so. Naja, den Receiver kann man da nicht reinbauen. Naja, dann stellen wir ihn einfach hier hin. Nein, hier eigentlich nicht, aber naja. Doch, wir müssen ihn hier hinstellen, da wir ja nicht hier drüber stehen können. Okay, dann lassen wir das so. Die verbinden sich, ja. Hier sagen wir ID. Naja, machen wir 100. Also, das Licht ist ID 100. So. Und, ach, das wollte ich nicht. Und dann gehen wir hier und genau, wir könnten das ja eins höher setzen. Also so oben drauf und dann wieder weg. So machen wir das. Dann geht das schön mit unserem Receiver hier auch aus, dass der versteckt ist. So. So. Jetzt haben wir keine mehr, aber wir haben unsere Säge mit. Machen wir schnell welche. So. Ach, die Säge nicht wegschmeißen. Genau, seht ihr, dann können wir den hier... Nein, nicht so, so zubauen. Dann sieht das keiner mehr. Die Frage ist, kommt, tun wir hier noch Glas rein oder nicht mehr? Müssen wir schauen, wie das von unten aussieht. Genau. Ein schönes Gebäude, ohne dass man etwas sieht. Sehr schön. Nee, ich glaube, das lassen wir so ohne Obenglas. So, weg hier. Wir machen das dann sowieso automatisch, dass das Licht immer eingeht, sobald finster wird. Und den hier weg, das weg, eine Transmitter. Stellen wir uns mal vorerst. Hierhin einfach. Hier ein Stein oben drauf. Einen Schalter haben wir in Rucksack sicher. Ja, sicher, genau. Haben wir nicht. Okay, dann machen wir schnell einen. So. Und hier. Zack, hier haben wir gesagt ID 100. Und es wäre Licht. So, die Fackeln mal weg. Aber ich würde dann trotzdem wieder Fackeln aufstellen, einige. Aber nur ganz vereinzelte. Eigentlich braucht man das hier ja nicht. Nee, das passt schon so. Hier können wir aber eine hermachen. Und hier. Nee, hat ja auch keinen Sinn.
Lassen wir mal weg. Schauen wir, wie die Monster spawnen hier. Ob überhaupt welche spawnen. Und dann sehen wir weiter. So, wir machen auch gleich hier unten das, was wir gesagt haben. Das hier zu verbinden. Ach Gott, jetzt haben wir nur zwei hier. Das ist blöd, naja. Dann müssen wir das so lassen, erstmal. So, hier lassen wir offen. So. Ja, es ist genau das, was ich dachte. Es geht trotzdem nur eine Tür auf. Ja. Egal, dann machen wir dann gleich. Jetzt wird eh wieder dunkel. Gehen wir rauf und holen wir uns so ein Kabel. Haben wir, nein, das haben wir nicht mitgenommen. So, gleich zweimal, 24 Stück. Die behalten wir so. Was wollte ich hier? Ah ja, gar nicht, das haben wir ja mit. Die können wir... Ach, die Schrägen können wir mal weg tun. Die hier. Und die hier. Die behalten wir erstmal. Ach ja, unser Test. Rucksack hier hin. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Computer, denn wir wollen das unten ja alles ansteuern. Ich weiß aber, wir gingen noch Stein, Redstone und Glasscheibe. Stein haben wir, Redstone haben wir auch hier, Glasscheibe hier. Wir noch schnell ein Redstone mit. Machen wir das da. Also Redstone, Glasscheibe und Stein. Hier ist unser Computer. Den müssen wir unten einbauen. Dann brauchen wir dreimal... Also drei verschiedene Farben. Nehmen wir Rot, Gelb, Grün und Orange. Wir nehmen vier, da wir noch eine... Vielleicht noch etwas dazu bauen werden. Das muss ich aber erstmal genau überlegen. Dass man von hier oben aufsehen kann mit einer Lampe. Aha, okay, an, aus. Habe ich jetzt eigentlich das eingeschaltet? Nein. So, das ist, ich habe es ja doch eingeschaltet, oder? Nein, so nicht. Wieso macht er hier nichts? Hallo? Herr Pedro Chemiklina, da erklären Sie mir, warum Sie hier nichts machen. Ach ja, super. Sind irgendein Signal empty voll? Nein. Do not output energy. Nothing, genau. Machen wir kurz mal hier einen Test. Ja, keine Kabeln hier. Gehen wir schnell holen. Das hat immer blöd, wenn hier mit den Mods das nicht funktioniert. So, die waren eigentlich im Rucksack. Die habe ich nur vergessen wieder reintun und hatte sie so im Inventar. Dann dachte ich mir, okay, die kommen weg. Nicht reinfallen. Ach ja. Na klar, jetzt lädt er sie. Okay, gut, naja. Keine Ahnung, was da jetzt war.
Okay, da kommt er dann sowieso hier weg. Wir werden dann hier ein wenig mit Solar arbeiten wieder. So, dann hier schnell mal runter. Das noch anbringen hier. Zack und zack. Sand haben wir gesagt. Und hier dann. Ein Holz. Und es funktioniert wieder. So, wir müssten hier irgendwo jetzt den Computer einbauen. Ich dachte mir, dass wir hier so die Ecke als Computerecke nutzen. Wir werden hier dann sowieso noch müssen einen Keller bauen, dass sich das alles sonst nicht ausgehen wird. Also, ich würde mal sagen, machen wir das aus Stein oder aus Holz? Schaut es aus Holz aus, wenn wir hier... Also ich will hier zwei Computer anbringen. Hier zwei Computer. Dann wäre das so. Hier kommt eine Tür rein. Ja, vom Platz her müsste es gehen. Hier kommt dann später eine MFSU her, eine MFE her. Die Petro könnten wir dann hier irgendwo hersetzen mit einem Kabel und von oben runter die, das würde gehen, ja. So, die schalten wir wieder aus. So, dann kommt hier das Glas weg. Hier so. Holz. Und hier oben auch Holz. Hier können wir aber das Glas lassen. Da sieht man hier schräg nach oben auch etwas. Ja, das lassen wir hier so. Hier so. Da hinten wird unsere kleine Ecke. Dann kommt hier einmal so. Einmal so. Hier fahren wir damit die Kabel nach unten in den Keller. Nee, das ist blöd. Hier drüber, hier unter, naja, das muss ich ausgeben. Also wir setzen das noch eines her weiter. Dann müssen wir hier mit den Kabeln rein. Und die Kabeln kommen wir dann hier nach unten. Hier müssen dann die Kabeln in den Keller runter. Denn hier können wir nicht. Hier ist der Strom, hier geht es nach unten. Nein, wir dürfen nicht draufstehen. So. Dann können wir hier hin und hier bauen wir eine Treppe nach unten. So um die Ecke. Also hier, hier, hier. So. Kommt der noch weg? Und das hier. Genau, hier kommt das Terminal hin. So können wir schon einen Computer platzieren. Der zweite kommt noch. Den habe ich wieder vergessen. Nein, können wir nicht craften. Doch, könnten wir. So, wir brauchen nur hier einmal so. Genau, 16 Scheiben. Brauchen wir eigentlich nie, aber dafür brauchen wir nicht immer rauf und runter laufen. So, dann haben wir hier den zweiten Computer. Da oben wird dann beschriftet, für was welcher Computer ist. Gut, eine Tür noch. Die kommt dann hier hin. Ist aus. Ein, ach, das ist eh sehr gut. Dann haben wir eine Lampe noch hier herinnen. So. Warum sieht man an den Ecken die Lampen? Naja, egal. Soll uns nicht stören. Dann geht man hier runter. Sollen wir das überhaupt so machen oder sollen wir eins tiefer in den Keller legen? Nee, eins tiefer. Aus dem Grund, dass man hier nicht immer nach oben sieht.
Ach so, okay. Ich dachte schon, hier geht's hier nach draußen. Die Frage ist, wie weit geht es hier rüber? Ach ja, bis hier hin. Ach ja, und unsere Schaufel ist wieder weg. Wir haben keinen Ersatz bei. So, hier mal Licht machen. Kommt das noch alles weg? Genau, hier ist das. Dann kommt hier das Kabel runter. Genau, dann hier noch weiter rein. Wir müssen da mit dem Kabel. Was eigentlich hier runter, rüber und drüben zu dem Computer wieder rauf. Eigentlich, nee, ich möchte hier nicht durch die Wand. So, wir brauchen eine Schaufel. Und ich mache dann wieder eine kleine Pause. So, zuerst mal alles entleeren hier. So. Die Scheiben hier rein. Das behalten wir alles. Kabel behalten wir auch vorerst mal. Wir wollten noch eine Schaufel bauen. Also hier. Am besten zweimal. Drei. Brauchen wir noch. Hier haben wir noch die Lampen drin. Die müssen wir auch mal fertig machen. So. Ach, das geht hier nicht zu. Zwei Stück. Gut. So, ich mache dann wieder eine Pause und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann bauen wir den Keller weiter. Okay, also bis dann. Ciao.